Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar machen wir heute wieder mal eine Mythic Plus Kiste auf. Ich habe nämlich letzte Woche wieder einen Key durchgebastelt und zwar einen 13er. Und ich müsste heute ein bisschen mehr Titanresidium rausbekommen. Was habe ich denn mittlerweile? 1681. Ja, ich kann mir auf jeden Fall noch ein Item dann kaufen. Und ich hoffe, dass mal was Sinniges rauskommt. Denn ich habe eben schon nachgeguckt. Ich bräuchte am besten einen Ring, Trinket oder eine Waffe. Und ich kriege Schuhe. 420er Schuhe mit Mastery. Was habe ich? Mastery Versa. Crit finde ich nicht so gut, aber ich habe ein bisschen mehr Main Stats drauf. Das könnte es tatsächlich schon reißen. Für die D wären die besser, für Tank weiß ich nicht. Da ist, glaube ich, die Vielseitigkeit tatsächlich ein Ticken besser. Aber sie pushen mich ein bisschen im Item-Level, was schon mal ganz schön ist. Und ja, ein bisschen Crit nehme ich als DD ganz gerne mit. Das Tank bringt es mir eher weniger. Da muss ich dann gucken. Aber ich ziehe sie jetzt mal an und wir transmocken gleich nochmal drüber. Und dann muss ich mir eben noch gucken, was ich mir für einen Dingsteil kaufe. Also für ein Azerit-Teil, denn jetzt müsste ich genug Punkte haben, genau 2400, da kann ich mir nochmal was holen. Ich brauche am besten nämlich noch ein ganz gutes für PvP, hatte ich vorhin gesehen. Ich glaube, wenn, dann Schultern oder die Brust. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt gehen wir nochmal hier kurz rein, was ich hier in Trades habe. Ne, die Schultern, die waren schon ganz gut, ne, da hatte ich Blutnebel und dieses Dschungeldings. Ich glaube, die Brust war nicht so gut. Ja, wobei ich eigentlich, also ich habe einen Guide gelesen, die mit diesen beiden Trades gespielt haben, Tutti Completti, ne? Heißt, da könnte ich theoretisch, ja, ich hole mir Schultern und schau mal, was da drauf ist. Jetzt switche ich bloß einmal noch auf Feral, weil die Items, die ich bis jetzt in Ding habe, sind ganz gut eigentlich, ne? Die Tank-Items. Ich brauche noch ein bisschen bessere Feral-Items für ein bisschen PvP, ein bisschen Arena. Da wollte ich noch gucken, dass ich ein bisschen was Besseres kriege. Jetzt schauen wir mal rein. Kopf, Brust, was haben wir denn hier? Ja gut, die Teile kann ich mir nicht leisten. Ich muss mir quasi die anderen kaufen. Dann kaufe ich mir mal Schultern und drücke mir mal die Daumen, dass da was Sinniges drauf ist. Oh weia, ich habe schon wieder die Vorahnung, dass ich einen Kack kriegen werde. Dann habe ich die gleichen jetzt nochmal gekriegt? Nee. Okay, hier haben wir einmal den Trade, den ich haben wollte, aber der zweite ist kacke, ne? Na gut, ich kann den Stun-Trade mitnehmen. Ich habe auch mal einen gesehen, der in der Arena das hier gespielt hat, ne? Jedes Mal, wenn man Wilder Biss draufhaut, kriegt man pro Combo-Punkt auf den nächsten Einsatz von Zerfleddern 3800 Schaden mehr, ne? Also, das ist eigentlich nicht so verkehrt. Ich weiß halt nicht, ob das auch hochstecken kann. Wahrscheinlich schon. Was haben wir hier noch? Sekunden. Achso, da kriegst du Crit mehr, ne? Ich nehme das mal mit. Ich kann da mal gucken, was ich von den beiden besser finde. Wobei hier die Trades sind jetzt auch nicht so nice. Für Arena würde ich fast das nehmen. Oder ich nehme Vielseitigkeit mit Movement Speed. Ist halt auch schon wieder Crit. Crit ist halt immer so, Movement Speed ist gar nicht so schlecht. Und das ist eigentlich nicht so geil. Und Battle Redsen kannst du in der Arena auch nicht. Deswegen hole ich mir mal das hier. Naja, also so richtig gut sind sie nicht. Aber dann hätte ich zumindest auf allen drei diesen Trade hier drauf, dass ich quasi dann mit, ja, hier Dings mehr Schaden mache, Schreddern. Und das kann nicht so verkehrt sein. Da muss ich mal gucken. Zumindest in dem WoW Headguide war es mit drin gestanden. Muss ich mal schauen. Ich muss eh noch ein bisschen rumprobieren, ob ich da nicht verschiedene Items mal ausprobiere. Gut, das war's mit dem kleinen Opening. Wieder ein Azerit-Teil auch eingekauft. Und ein bisschen eine kleine Verbesserung gab's. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so gekriegt habt. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.